Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Also ich kann es nicht verstehen, warum der Schindelmeister entlassen wurde, weil in meinen Augen bisher alles relativ gut gelaufen ist. Vor allem jetzt nach dem Aufstieg, die Transfers und alles, was er gemacht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass sie ihn rausgeschmissen haben. Vor allem mit der Begründung, dass die Ziele nicht erreicht werden können mit ihm. Verstehe ich nicht. Das weiß ich nicht. Das muss der VfB selber entscheiden. Weil das ist, wenn da was vorgefallen ist, dann ist der VfB die maßgebende Linie. Wenn er sagt, er muss gehen, dann muss er gehen. Also ich halte es nicht für gerechtfertigt, weil man hätte ihm eine Chance geben können. Er hat jetzt alle neue Spieler eingekauft und so weiter. Neuer Sportdirektor wahrscheinlich kommt von FC Bayern, denke ich mal. Der hat auf jeden Fall Potenzial, dass er vielleicht den Verein wieder hochtreiben kann, sagen wir es mal so, ja. Von Michael Reschke habe ich noch nicht viel gehört. Und ja, muss man sehen, wie er seine Arbeit macht und wie es bei ihm läuft. Genau, und dann kann man mal ein Fazit drüber ziehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Bad Schuber der richtige Transfer war. Ich habe jetzt vorhin einen guten Bericht gelesen, dass bei ihm, sowohl bei ihm als auch beim VfB, ging es in letzter Zeit bergab mit Verletzungen. Beide lagen mehr oder weniger am Boden. Und dass jetzt für beide eine gute Chance ist, was Neues zu starten und wieder voll durchzustarten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das klappt. Ich sehe es nur schwierig, weil er ja ein sehr hohes Verletzungspotenzial hat. Und deswegen denke ich mal, wahrscheinlich nicht die ganze Saison durchspielen kann. Ansonsten würde ich schon sagen, dass eine große Verstärkung ist für den Verein.